Heute ist der 7. Dezember. Der heutige Begriff lautet Ehe. Ja, was ist die Ehe für mich? Die Ehe ist auf jeden Fall in erster Linie ein Bündnis, sage ich mal, was man miteinander eingeht, wo man auf jeden Fall nicht mehr so schnell rauskommt. Spaß beiseite. Nein, also wir haben uns entschieden zu heiraten tatsächlich, weil es für uns einfach wichtig war. Ja, es ist irgendwo auch in beider Familientradition, aber nicht so Tradition, dass man sagt, ach ja, das ist Tradition und wir müssen das halt auch machen, sondern eine Tradition, die man selber sehr gerne mag und auch fortführen mag. Und das ist halt auch irgendwo noch etwas, was uns beide miteinander verbindet. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist auch ein sehr intensives Gefühl, ne? Also miteinander, weil das halt nochmal so der nächste beziehungsweise sogar der mitletzte Schritt ist, der eine Partnerschaft eingehen kann. So. Also wir zum Beispiel haben nicht kirchlich geheiratet, was auch schon sehr komisch für einen Portugiesen ist, aber da gab es einige Schwierigkeiten, sage ich mal, und so wichtig war es für mich dann nicht. Deswegen haben wir uns da für eine freie Trauung entschieden. Aber es war wunderbar. Es waren, beide Familien waren da. Es war einfach nur schön. Aber ich finde die Ehe schon wichtig. Ich weiß auf jeden Fall noch ganz genau, was für ein intensives Gefühl das war, als ich mal den Briefkasten entleert hatte. Und da war ein Brief adressiert an meine Frau. Da stand aber mein Nachname drauf. Das war wirklich verrückt. Und das war so der Moment, wo ich echt geschnallt habe, wow. Krass, das ist jetzt wirklich so und es lässt sich jetzt auch nicht einfach zack rückgängig machen. Ne? Es ist nicht irgendwie so, ja, man ist irgendwie zusammen und wenn ich keinen Bock mehr auf dich habe, dann tschüss. Ne? Und das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt bei der Ehe. Ne? Das ist auf einmal eine Hürde und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach eine Hürde, wo man vielleicht noch das ein oder andere Mal länger drüber nachdenkt, ob man bei jedem kleinsten Streit oder bei jeder kleinsten Auseinandersetzung tatsächlich sich trennt oder ob man vielleicht nicht diesen Schritt geht, einfach mal etwas zu reparieren. Ja, das ist sowieso eine Sache, die mein Opa mir mal gesagt hat. Er sagte irgendwie, Leo, warum ist es eigentlich so, dass zur jetzigen Zeit eigentlich viel mehr Scheidungen also es gibt viel mehr Scheidungen als früher. Warum ist das einfach so? Da musste ich echt grübeln und dann sagt er ganz einfach, früher, dann hat man Sachen repariert. Heute schmeißt man sie weg und kauft man neu. Zum Thema Besitz, was vor einigen Tagen war. Und da musste ich echt drüber nachdenken und das stimmt tatsächlich. Ja. Also früher, wenn ein Radio kaputt gegangen ist, also mein Opa zum Beispiel ist ja ein totaler Bastler, dann hat man versucht, das zu reparieren. Ja, und ich finde, eine Beziehung ist, oder beziehungsweise in dem Fall eine Ehe, ist nichts anderes. Wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann versucht man, diese Beziehung einfach zu reparieren. Und in einer Ehe, bin ich der Meinung, macht man das noch mal eher als in einer normalen Partnerschaft. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich zur Ehe denke. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, ja, wir sind zusammen und wir sind eigentlich auch glücklich, wie es ist, wir wollen nicht heiraten. Puh, um Gottes Willen, das muss jeder für sich selber wissen. Und wer nicht heiraten will, ich kann es verstehen auch, ja, dass man diesen Schritt jetzt nicht unbedingt gehen muss. Aber wir sind den gegangen, für uns ist das super, für uns ist es toll. Aber ich kann es völlig verstehen, man kann sich auch lieben, ohne zu heiraten. Und somit war es das auch wieder für heute. Abonniert mich, lasst mir einen Daumen da. Am besten hoch und ja, wir sehen uns dann morgen. Bis denn, ciao.